Lieferung. Juhu, ich bin in der Endausscheidung. Was ist, Paul? Ich bin im Finale. Ich gewinne vielleicht die Reise nach Hawaii. Was ist denn jetzt? Gut, ich drück die Daumen, Paul. Ich hab dir neue Pflanzen mitgebracht. Oh, wunderbar. Schnell herein damit. Und ich sage dir, dafür haben wir keine Zeit. Wenn wir keine Zeit haben, dann liegt das nur daran, dass du Faulwurz nie richtig zu Potte kommst. So einfach ist das. Basta! Ich ein Faulwurz? Und du bist ein Blindwurz. Du siehst nicht, dass wir zu viel zu tun haben. Wir können nicht wegfahren. Ach, wir haben zu viel zu tun, ja? Das musst du mir gerade sagen. Gut, dann pass auf, jetzt werde ich dir mal was sagen, mein Lieber. Ups! Oh. Also wirklich, du bist ja so ungeschickt. Sieh mal, was du angerichtet hast. Da hast du's. Das ist alles nur deine Schuld. Melvin, das war ein Nein. Mach sie hier trösten. Böse Herrlufs sind doof. Ja, doof. Ja, du hast recht, Maxchen. Große Herrlufs sind oft seltsam. Komm mit, wir gehen spielen. Das sind dann 7,50 Mark pro Stück. Hast du Durst? Willst du ein Glas Sprudel? Ja, gern, Paul. Oh, ist alles in Ordnung mit dir? Flüssig Seife? Flüssigseife? Wolltest du mich etwa mit dem Zeug vergiften? Ach, du Schreck. Ah, guck mal, Medi. Ah, oh. Guck mal, Medi. Maxi Bilder macht. Oh, sieh mal hier. Ma und Pa, als sie noch jung waren. Genau das bist du. Ach, du wagst es, mich ein Blödluft zu nennen? Das war doch ein Kompliment. Ich nenne dich, wie ich will. Wai, wai, wai. Wai, wai, wai. Donnerwurzelwetter. Ich verstehe das nicht. Was ist denn hier los? Sieh doch mal. Weggemacht. Wenn du nicht mehr weiter weißt, schmeißt du mit Steinen um dich. Ja. Au! Donnerwurzelwetter, lass das! Oh. 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 Wo sind die Kinder? Oh. Oh. Ist ja gut, mein Honigmäulchen. Nicht weinen. Vielleicht sind sie ja gar nicht hier unten. Vielleicht sind sie zum Spielen nach oben geflogen. Guck mal, Medi, du musst das Loch durchgehen, ja? Guck mal hier, Maxi hat Dose Knipsback. Ach, Maxchen, du Schlauluf, was sollen wir denn damit? Na komm schon, wir müssen hier irgendwie raus. Oh. Komm, Feuer machen, ja? Und was haben wir davon? Warte, du hast recht, vielleicht funktioniert das. Wai, wai, wai. Wai, wai, wai. Südsee, Sonne, Palmen, Strand, eine Welt ganz ohne Sorgen.
Kühles Wasser, warmer Sand. Oh, sieh dir das nur an! Das ist ja die reinste Wüste. Ich glaube, mit Paul stimmt was nicht. Und wieso unternimmst du dann nichts dagegen, Herr Herrlof? Weil wir zuerst die Kinder finden müssen. Ja, du hast vollkommen recht, mein Knuffel. Aber wie denn? Los, komm mit! Schierling! Puh, wir brauchen unbedingt einen Schluck Kraftsaft. Ja, ich weiß, aber wir haben nun mal keinen. Dann werde ich mich erstmal um Paul kümmern. Der muss uns helfen. Mehr, Midi? Es hat keinen Sinn, er ist völlig weggetreten. Donnerwurzel! Los, komm! Ohne Sorgen, kühles Wasser, warmer Sand. Dort fühl ich mich so. Guck mal, Maxi hat eine Box gefunden. Da. Da. Nips Bild 10, ja? Ach ja, Maxchen, das ist wirklich schön. Oh ja, das ist sehr gut getroffen, Maxchen. Genauso sieht er aus. Ich hab die Lösung. Jetzt weiß ich, wie wir den armen Paul wieder hinkriegen. Na schön, Paul. Würdest du dir bitte mal deine Pflanzen ansehen? Ach du meine Güte. Was ist denn bloß passiert, Paar Herrluf? Paul, wo sind Sie? Er kann nicht weit sein. Bestimmt kommt er gleich wieder. Solange mich keiner hört, kann ich ja... Pflück ich Rosen draus im Hag für den Strauß zum Hochzeitstag. Meine Güte, das war ja ganz schön knapp. Oh ja, allerdings. Und wenn die Pflanzen nicht eingehen sollen, müssen wir diese Nachtigall bald loswerden. Aha, pass auf, Paul. Das ist die Lösung. Mit ein bisschen Lautsprechersaft wurzeln wir das hin. Fertig? Dann spring schnell auf. Es geht los. Meine liebe Aurelia. Ja? Hallo, Aurelia. Ich bin hier. Paul. Sowas. Vielleicht ist er draußen. Frau Frühling! Oh. Hallo, Aurelia! Guck, Mama. Hier, dicke V im Fenster, ja? Ich frage mich, ob... Wartet hier auf mich, Kinder. Es riecht irgendwie streng, findet ihr nicht auch? Ach, du liebes Bisschen, das ist ja Flüssigseife. Eine schöne Wurzerei. Haha, mein selbstgemachter Spezialdünger. Vielleicht schaffen wir es damit. Wir sind viel zu winzig. Ohne Kraftsaft geht gar nichts. Nur keine Bange. Mal Herrlof wird das schon hinwurzeln. Gut, ein paar Flaschen sind noch ganz. Aber leider keine roten mehr. Es muss doch gehen, mein Mädchen. Irgendwie musst du es schaffen. Hm?
schlecht, Wurzelschnäuzchen, gar nicht mal so schlecht. Paul, kommen Sie doch raus. Ich weiß ganz genau, dass Sie hier irgendwo sind. Na gut, dann warte ich eben. Ich habe viel Zeit. Pflückig Rosen draus im Park für den Strauß zum Hochzeitstag. Schleier zart und fein, muss Brüsseler Spitze sein. Aurelia, was für ein hübsches Lied. Ich wusste gar nicht, dass Sie Gitarre spielen. Oh, Paul, wirklich, Sie überraschen mich immer wieder. Sagen Sie mal, Paul, kommen Sie mit mir an den Strand. Ich habe schon alles gepackt. Picknickkorb, Sonnenschirm. Bitte sagen Sie ja. Das ist eine wunderbare Idee. Ach, Knuffel, so ein kleiner Ausflug zum Strand wäre doch was Herrluffiges, findest du nicht auch? Oh, verpflanzt und zugewurzt, kommt nicht in Frage. Du weißt genau, dass sowas im Moment nicht drin ist. Oh, mal ein paar böse, hä? Das Bild viel netter, ja? Weißt du was, mein Wonnemond? Wir machen auch einen Ausflug zum Strand. Ja!